Partytrick, wie Skiurlauber es schaffen, in St. Anton am Arlberg Unterkünfte zu finden und Après-Ski zu feiern. Eine Reportage aus Tirol. Lügengeschichten, warum sich Verschwörungstheorien gerade so rasend schnell verbreiten und wie man dagegen ankämpfen kann. Live im Studio ist die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnik. Sie hat gerade ein Buch dazu geschrieben. Und Glückstreffer beim Night Race in Schladming. Profitiert Marco Schwarz vom Unglück eines Teamkollegen. Der Sieg bleibt immerhin rot-weiß-rot. In Tirols Wintersport-Hochburgen scheint der Lockdown weiterhin nur bedingt zu funktionieren. Höflich ausgedrückt, ganz herzlich willkommen in der ZIP-Nacht. Während ganze Branchen in Österreich seit Wochen und Monaten quasi stillstehen, haben es sich Einzelne offenbar gerichtet. In St. Anton am Arlberg etwa hat die Polizei jetzt Après-Ski-Partys mit jungen Skandinaviern und Briten aufgelöst. Wer sich jetzt fragt, wie das geht, trotz Reisebeschränkungen und Lockdown, es ist gar nicht einmal so schwer, wie Konrad Pölzl berichtet. Die leeren Straßen in St. Anton am Arlberg trügen. Etwa 200 ausländische Gäste, darunter vor allem Skandinavier und Briten, residieren hier im Ort. Angewandt wird dafür ein Trick. Die Gäste werden nicht als Urlauber, sondern als Saisonarbeiter auf Arbeitssuche ausgegeben. Die Leute melden sich bei uns auch ordnungsgemäß an über die Betriebe. Die Betriebe füllen die Meldezettel aus, unterschreiben das und wir können sie ja so eigentlich nicht abweisen. Doch gearbeitet wird nicht. Stattdessen hat es laut Polizei Après-Ski-Partys mit 30 bis 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben. Ein Cluster ist in St. Anton jedenfalls noch nicht ausgebrochen, anderswo in Tirol hingegen schon. Im Zillertaler Skigebiet Hochfügen sind mehrere Seilbahnmitarbeiter positiv getestet worden. Das Cluster breitet sich über den ganzen Bezirk bis nach Innsbruck aus. In 7 Fällen wurde sogar die ansteckendere südafrikanische Virusmutation B1351 nachgewiesen. Wie diese Mutation nach Tirol gelangt ist, ist bisher allerdings unklar. Einheimische könnten die Mutation aus dem Ausland mitgebracht haben. Wir gehen natürlich allen Hinweisen nach. Hier ist es eine Sisyphusarbeit derzeit für die Gesundheitsbehörde, die Erhebungen durchzuführen. Trotz des Clusters werden die Skigebiete vorerst aber nicht schließen, das bestätigt heute Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Und so kann die Skigaudi etwa in St. Anton munter weitergehen, für die Einheimischen wie auch für die vielen Arbeitssuchenden. Ja, Arbeitssuchende, die da Urlaub machen in St. Anton. Krisen stellen nicht nur unsere Solidarität derzeit auf die Probe, auch Verschwörungstheorien oder besser Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur. Dagegen gibt es wohl keine Impfung, auch wenn Bill Gates genau das jetzt getan hat, nämlich sich impfen lassen. Hauptsächlich aber, weil er über 65 ist, aber auch um zu zeigen, dass er sich nicht selbst mit Mikrochips in den Körper impfen lässt. Überall auf der Welt suchen Menschen gerade nach Antworten. Wir reden gleich darüber, wie man die richtigen finden kann. Zuerst aber Johannes Perterer mit einem Überblick. Seit Samstag gilt in den Niederlanden eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr. Seitdem ziehen jeden Abend vor allem junge Männer plündernd und randalierend durch niederländische Städte. Angetrieben werden die Krawalle den niederländischen Behörden zufolge unter anderem von Verschwörungstheorien. Die Wut auf Corona-Maßnahmen ist jedenfalls groß, auch hierzulande auf der Demo der Corona-Skeptiker vor 10 Tagen in Wien. Traditionelle Medien haben bei den Teilnehmerinnen großteils keinen guten Ruf. Ich lese 2 freie Wochenzeitungen aus der Schweiz, die Weltwoche und den Schweizer Blick. Den ORF kannst du in die Tonne schmeißen. Du kannst hin und wieder noch Servus TV schauen oder dich in Alternativmedien im Internet rumtreiben, unter Anführungszeichen. Es wird alles, was gegen das Regierungsnarrativ spricht, zensuriert. Verschwörungstheorien gab es schon immer. Während dieser Pandemie erleben sie eine neue Blütezeit. Und die große Frage ist, gibt es auch gegen Verschwörungsmythen eine Impfung? Ja, sagt unser heutiger Gast. Einspruch heißt das neue Buch von Ingrid Brodnik. Darin enthalten verschiedene Tipps und Strategien, wie man mit Fakten durchkommt. Ingrid Brodnik ist uns jetzt also in unserem Interviewstudio zugeschaltet. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne, danke schön. Frau Brodnik, das Harmloseste, was man da momentan am Verschwörungsmarkt so hört, ist, dass die Impfungen alle nicht wirken würden oder möglicherweise auch gefährlich seien. Mittlerweile, glaube ich, kennt jeder in Österreich einen Impfgegner, eine Impfgegnerin oder ist selber einer oder eine. Was kann ich, der sich gerne gestern impfen hätte lassen als morgen, was kann ich dagegen unternehmen? Gerade wenn Sie über Impfungen reden, ist wichtig, sich nicht verzetteln zu lassen. Zum Beispiel zeigen Untersuchungen, dass man nicht einfach nur über Fragen, offene Fragen rund um Impfungen reden sollte, sondern vor allem darauf fokussieren, was passiert, wenn die Krankheit einen erfasst, indem man deutlich gemacht hat und deutlich macht, dass das Coronavirus gefährlich ist, dass auch womöglich Langzeitfolgen drohen, kann die Chance sein, dass Leute sich eher impfen wollen. Und generell ist wichtig, reden Sie nicht nur über das Falsche. Vor einem Gespräch überlegen Sie sich auch, was ist Ihnen wichtig zu betonen. Zum Beispiel, dass wir nicht nur über die Mikrochips von Bill Gates sprechen, die angeblich drohen, sondern sagen, nein, Impfungen sind deshalb wichtig, weil wir mit Impfungen viele Krankheiten zurückdrängen können und jetzt hoffentlich auch Covid-19. Wie gesagt, diese Angst ist weit verbreitet in Österreich und wohl noch eine der harmlosesten dieser Theorien. Auf der anderen Seite der Verschwörungskala sind zum Teil richtige Hardcore-Fantasien. QAnon zum Beispiel, da glauben die Anhänger, dass weltweit Kinder verschleppt würden und sich die Superreichen dieser Welt deren Blut einimpfen würden sozusagen. Wie kann es sein, dass selbst so ein offensichtlicher Unsinn von so vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt geglaubt wird? Diese Erzählung, man beginnt ja nicht so einen krassen Erzählung zu glauben, sondern das ist schrittweise. Das ist wie ein Kaninchenbau in Alice im Wunderland, wo man tiefer und tiefer reinfällt. Wir sehen Verschwörungsgläubige. Wenn ich mal einen Verschwörungsmythos glaube, ist die Chance hoch, dass ich weitere glaube. Und QAnon ist wie bei einer Serie, wo sie in Staffel 7 einsteigen. Da sind wahrscheinlich schon viele, viele andere, harmlosere Erzählungen vorangegangen. Und irgendwann landen Leute dort, dass angeblich eine dunkle Elite Kindern das Blut abzapft. Leider ist das auch eine Radikalisierung. Darum ist es so wichtig, als Angehörige früh das ernst zu nehmen, wenn Leute so etwas teilen und eher früher zu agieren, weil ich auch noch früher Chancen habe, dass ich leichter mit Argumenten durchdringe. Was für mich als Laien bei allen Verschwörungstheorien auffällt, ist, dass irgendwie Schuldige für das Übel dieser Welt gesucht werden. Das sind dann eben oft die Superreichen, die schwer greifbar sind. Das sind aber auch zum Beispiel Politiker oder Juden oder Muslime. Warum lassen sich da so viele Menschen vor diesen rechtsradikalen und rassistischen Karren auch spannen? Tatsächlich sehen wir ja auch auf den Corona-Demos, dass dann zum Beispiel Rechtsextreme dort sind. Und ebenso sind aber Leute auf der Straße, die nicht aus dem rechten oder rechtsextremen Umfeld stammen. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel glaube, die Pandemie sei eine angebliche Plandemie, also eine böse Verschwörung fände statt, dann sehe ich einen bösen Außenfeind. Und der böse Außenfeind kann dazu führen, dass ich nicht genau hinschaue, mit wem stehe ich da auf der Straße. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, dass zu den großen Profiteuren dieser Krise auch Rechtsextreme gelten, die immer solche Einfallstore in den Diskurs suchen, also immer schauen, wo sie anschließen können, auch bei Menschen, die sie sonst nicht erreichen würden. Und darum ist auch wichtig, dass man darauf hinweist und sagt, warum gehst du mit denen auf die Straße, dass man solche Menschen auch auf diese Widersprüche in der eigenen Szene aufmerksam macht. Warum kommt das gerade jetzt wieder so massiv auf? Ist das wirklich nur die Krise, in der wir ja tatsächlich stecken und die für viele Menschen wirklich verheerende Folgen hat? Oder waren diese Verschwörungsmythen immer schon latent irgendwie da? Latent ist es immer da, aber Emotion ist der treibende Faktor. Und wir sind in einer Phase, wo wir eigentlich alle leiden unter den Kontakteinschränkungen und wo man auch Verunsicherung spürt. Und in Zeiten der Verunsicherung suchen Menschen oft die eine simple Erklärung, weil es gibt auch Trost, wenn ich eine Erklärung habe, eine dunkle Elite, die hinter allem steht. Und es gibt eine interessante Untersuchung des MCI, eine Hochschule in Innsbruck, die hat auch aufgezeigt, in der Corona-Krise, Leute, die sehr viel Angst spürten, die hatten auch eine höhere Chance, auf Verschwörungsmythen einzusteigen. Und das ist so wichtig. Ich glaube, man kann die Ängste von Menschen ernst nehmen, auch die Angst in der Corona-Krise, aber der konkreten Falschmeldung, der kann man widersprechen. Vielen Dank für diese Informationen und Ihre Expertise, Ingrid Brodnik aus unserem Corona-Interview-Studio. Und wir bleiben bei der Pandemie. Die EU und der Impfstoffhersteller AstraZeneca sind in eine Pattsituation geraten. Der Ärger in Brüssel nach Verringerung der Liefermengen ist groß. Man hält die Begründung der Pharmafirma für unzureichend. AstraZeneca argumentiert ja, die EU habe zu spät bestellt. In den USA hingegen will der neue Präsident jetzt richtig loslegen.
Impfen, was das Zeug hält. Egal ob in Pflegeheimen, bei der Armee oder in Drive-In-Stationen. Bis zum Frühling soll jeder und jede, der eine Corona-Impfung will, auch Zugang dazu erhalten, verspricht der neue Präsident Joe Biden. Es wird eine riesige logistische Herausforderung, so etwas haben wir noch nie versucht. Es muss vor allem im ganzen Land die Infrastruktur dafür geschaffen werden, denn während manchen Bundesstaaten immer wieder der Impfstoff ausgeht, fehlt es anderen Gebieten an den Kapazitäten, um ihre Impfdosen schnell genug zu verabreichen. Die Regierung arbeitet an einem nationalen Impfplan. Einen solchen habe Donald Trumps Administration nämlich nicht hinterlassen. Geimpft soll zum Beispiel auch in allen Apotheken werden, auch jenen großer Supermärkte. Das Personal wird in den nächsten Tagen dafür ausgebildet. Yes, that's correct. Genau, mir wurde es angeboten und ich werde an solchen Impfkursen teilnehmen, sagt dieser Apothekenmitarbeiter. Das Ziel der Regierung, schon bald sollen täglich 1,5 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Und wir kommen zum Sport jetzt. Die Stimmung auf der Planei war beim Night Race so, wie sie noch nie war und hoffentlich auch nie wieder sein wird, nämlich recht trist und menschenleer. Es hat als Wermutstropfen allerdings wieder ein Österreicher gewonnen. Marco Schwarz holt sich den Sieg in Schladming und profitiert dabei vom Unglück eines Teamkollegen, wie Ronny Reisenbauer berichtet. Im Vorjahr ist Marco Schwarz als Führender nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. Dieses Mal behält der Führende im Slalom-Weltcup die Nerven und gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere das Night Race und ist danach beeindruckt. Das hat auf alle Fälle was. Schladming, den Klassiker zu gewinnen, war schon ein großes Ziel und heute ganz oben zu stehen ist natürlich wunderbar. Manuel Feller nach dem ersten Durchgang in Führung hält dem Druck nicht stand und scheidet aus. Marco Schwarz ist der erste Österreicher seit Marcel Hirscher 2019, der den Klassiker auf der Planei gewinnen kann. Ja, ich war letztes Jahr knapp dran, habe geführt. Ich weiß, wie sich jetzt der Manu fühlt. Genau, bin ungefähr gleich weit gefahren letztes Jahr. Heuer ist es mir sehr gut aufgegangen. Manuel Feller ist verständlicherweise bitter enttäuscht. Es ist ziemlich schnell vorbei gewesen. Muss ich mir anschauen. Ich glaube, ich habe den Druck ein bisschen zu spät genommen und bin ziemlich eng bei der Stange dabei gewesen. Und habe ich halt den Schwung nicht mehr zugemacht und dann war es eh schon vorbei. Marco Schwarz gewinnt das stimmungsloseste Night Race aller Zeiten vor den beiden Franzosen Clément Noël und Alexis Pinturault. Und weil es dort auch so schön schneit, jetzt gleich noch die Wetteraussichten. Entlang der Alpen-Nordseite beginnt es morgen wieder vermehrt zu schneien. Im Osten und Süden ist es allerdings weitgehend trocken und zumindest zeitweise wieder sonnig. Es weht kalter Wind und die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 5 Grad. Am Donnerstag und am Freitag wird es deutlich wärmer. An der Alpen-Nordseite bleibt es aber sehr windig und unbeständig. Der Schneefall geht dann in Regen über. Das war's von uns für heute. Eine gute Nacht noch für Sie.